die Hüte Gottes bei den Menschen. So steht es in goldener Schrift hier über dem Westportal. Ein Wort aus der Offenbarung des Johannes und nur zwei Verse weiter steht dann: Mache alles neu. Mit diesen Worten, mit diesen biblischen Worten, möchte ich Sie heute Morgen begrüßen, hier in unserer alten, unserer neuen, alten Kirche. Wir haben vieles neu gemacht, aber alles neu. In seinem Namen wollen wir nun diesen Gottesdienst beginnen und feiern. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Sind Sie wach? Wachet auf, ruft uns die Stimme. Dieses dröhnende Wachet auf. Wunderschön, lieber Nikolai. Ausgewählt wegen des Gloria sei dir gesungen. Doch nicht singen dürfen. Gott loben an so einem Tag. Dann wollen wir es doch wenigstens so schön vorgetragen hören. Ausgewählt wegen des Gloria, Tore der 12 Perlen, die die Offenbarung beschreibt. 12 Säulen sehen Sie in dieser Kirche. Wir werden nachher darauf kommen.
sichtbar. Kein Auge hat je gespürt, kein Ohr hat mehr gehört. Solche Freude. Ja, wir freuen uns. Was haben wir geplant und gebaut und überlegt, Frau Wiesemann? Aber auch gemerkt, schief gehen könnte. Dass das Projekt einfach scheitern müsste, nicht finanzierbar wäre. Oder in den letzten Wochen vielleicht einfach nicht rechtzeitig gelinge. Ja, es hätte wirklich misslingen können, ja, wenn nicht Gott mitgebaut hätte. Deshalb sprechen wir jetzt mit Dekan Jeckle Worte aus Psalm 127. Vorgerückten Zeilen lesen und bitte Sie, mit den eingerückten Zeilen zu antworten. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet und esset euer Brot mit Sorgen. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wir nun zu Gott bieten. Guter Gott, du Schöpfer und Baumeister, auch wir haben es gewagt zu bauen. Aber zuerst mussten wir abreißen, Dinge zerstören oder verkaufen. Zerstören oder verkaufen, wie die Bänke. Und dann durften wir wieder aufbauen. Von der Chorempore bis hinunter unter die Kirchenbänke, unter die alten Sand unter den Bänken haben wir uns hinuntergearbeitet, um neu zu bauen. Lieber Gott, in den Sand haben wir gebaut und haben doch nicht dein Haus soll stehen und bestehen, Gott. Wir haben lange gebaut, nicht nur mit Steinen und Holz. Wir haben gebaut mit so vielen Menschen und deren Hilfe. Wir durften immer wieder Gemeinde gebaut. Gott, es ist umsonst zu bauen, wenn du nicht baust. So bitten wir dich jetzt, deine Nähe, dein Geleit. Segne du diese Kirche und die Menschen, die sich hier begegnen. Segne du die Kirchengemeinde und die Ordnung. Bleibe bei den Menschen, geleite und stärke sie. Für uns alle wollen wir bitten. Wir sind heute Morgen zu dir gekommen, zu dir in dein Haus. Du nun auch zu uns, kehre du bei uns ein. Amen. Sie bitte. Tut mir auf die schöne Vaters Haus mich ein. Ach, wie wird an diesem Orte mein
deine Seele fröhlich sein. Hier ist Gottes Angesicht. Hier ist und Licht. Ich bin, Herr, zu dir gekommen. Komme du nun auch zu mir. Wo du Wohnung hast genommen, da ist lauter Himmel hier. Zieh in meinem Herzen ein, lass es dein Amen. Als Schriftlesung hören wir Worte aus dem Buch, ein Kapitel. Diese Lesung liegt auch der Predigt zugrunde. Der Seher spricht: Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Und ich hörte eine große Stimme: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Ich saß, der sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er führte mich hin im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem herniederkommen aus dem Himmel von Gott. Ihr Leuchten war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie Kristall. Sie hatte eine große und hohe Mauer, und sie hatte 12 Tore. Von Norden 3, von Süden 3 Tore, von Westen 3 Tore. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und auf ihnen die 12 Namen der Apostel des Lammes. Hatte einen Messstab, ein goldenes Rohr, um die Stadt zu messen und ihre Tore und ihre Mauer. Die Stadt ist viereckig angelegt, die Länge und die Breite und die gleich. Und der Kern der Mauer war aus Jaspis und die Stadt aus reinem Gold gleich, reinem Glas. Und die 12 Tore waren 12 Perlen. Ein jedes Tor und die Straße der Stadt war aus reinem Gold wie durchscheinendes Glas. Und ich sah keinen Tempel darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Wir werden wandeln in ihrem Licht. Die Herrlichkeit Gottes erleuchtet die Stadt und ihre Leuchte ist das Lamm. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Der Friede Gottes sei mit uns allen. Jetzt wollen wir euch also diese Worte miteinander auslegen. Und der Herr Schäfer, Armin Schäfer, unser Architekt. Von unserem neuen Ambo aus. Die Hütte Gottes bei den Menschen. Mit diesem Wort aus der Offenbarung habe ich Sie zu diesem Gottesdienst begrüßt. So steht es draußen am Ausgangsportal. Und so heißt es eben auch in dem Predigt. Alles neu. Auch davon haben wir uns ansprechen lassen von Anfang an bei unserem Bauprojekt. Wobei, es ist ja nicht alles neu hier drin, Herr Gölzer, hat sei Dank. Die Kanzel an neuer Stelle, der Altar flexibel und die Seitenbänke da, wo sie waren, erscheinen in neuem Glanz, die Bänke und auch sonst die Kirche mit so viel Licht und vor allem nun
die ja bestehenden Buntglasfenster können wieder strahlen, mehr als zuvor. Das war ja so eine Idee unserer Bauabteilung im Landeskirchenrat in Speyer. Gleich bei unserem ersten Geschäft ist zu dunkel. Die Emporen nehmen die Sicht auf die Fenster. Der Fahrstuhl wie ein Verschlag. Man sieht die Apsis gar nicht. Streichen Sie es doch weg, sagte der Baufachmann. Wie wegstreichen? Einfach weiß anstreichen. Das wollten wir schon tun, aber das sollte uns nicht reichen. Wir wollten viel grundsätzlicher umbauen. Da gab es noch einen alten Plan von Pfarrer Bach von 1964. Da zeichnete er unsere Kirchkanzel an der Seite und die Orgel von der Empore heruntergenommen nach vorne in die Apsis. Was wohl ein Architekt dazu sagen würde? Ich fragte Willem Balk. Er war damals gerade noch gleich tolle Ideen. Und er erzählte mir von seinem neuen, zukünftigen Chef und dessen Büro und dass die auf Sakralbauten spezialisiert seien und wo er dort bald anfangen könnte. Und so gab es auch bald eben dem Chef mit Ihnen, lieber Herr Schäfer, und uns. Ganz unverbindlich und für mich wichtig, damals noch unentgeltlich, haben Sie so viel vorgearbeitet, gedacht, erzählten vom Wiesbadener Programm. Jens, das Dach sollte ja auch neu gemacht werden und die Beheizung ganz umweltfreundlich. Aber wer hätte so etwas bezahlen sollen? Fragen über Fragen. Und überhaupt, was war biblisch? Wollten wir diesen Raum liturgisch nutzen? Und wie sollte es einmal aussehen? Wenn ich in die Bibel gucke, sehe ich im Wesentlichen zwei Texte. Einmal die Geschichte vom Tempel Salomos. Total faszinierend, die Vision vom himmlischen Jerusalem. Und er führte mich hin im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem herniederkommen aus dem Himmel von Gott. Die Leuchten war gleich dem alleredelsten Stein, einem Japsis, klar wie Kristall. Und sie hatte eine große Mauer und hatte 12 Tore. Die hat unsere Kirche, das Weiß, von oben herunter schweben und sah sie auf dem hohen Berg. Ja, ich erinnere mich schon. Wir haben viel gesprochen und vorgedacht. Energieverbräuche und natürlich auch in die Bibel geschaut. Wir als Architekten, als AAG, wir hatten in Heidelberg in Handschuhsheim eine Kirche bereits umgebaut und auch gerade kurz davor in Hockenheim evangelische Kirchen. Und vor allen Dingen macht gemeinsam mit der Gemeinde. Auch diese Entwürfe waren erstmal ferne Visionen. Aber wir durften ja träumen und durften mal nach vorne schauen. Aber kritisieren, aber eure Kirche auf einem hohen Berg, wo soll denn in Neuhofen ein hoher Berg sein? Doch, doch, sie liegt auf dem Berg. Die alten Neuhöfer wissen das, im Oberdorf. Auch wenn ich es damals selbst, aber wir waren gerade aus dem Dahner Felsenland hierher gezogen, uns erschien alles flach. Zu den Kindern habe ich gesagt, die Schlitten haben wir eingemottet. Erstens gibt es in der Vorderpfalz sowieso keinen Schnee und zweitens schon gar kein Gefälle, wo man. Aber manchmal, meine Töchter sind ja da, waren wir am Frühstückstisch, die Fenster im Pfarrhaus waren offen und da haben wir gehört, wenn so eine Gruppe Radfahrer die Ludwigshafener Straße hergekommen, oh, jetzt kommt der Berg, oh, ich fahre nicht weiter, ich steige lieber ab. Meine Kinder haben sehr geschmunzelt, aber es ist so, die Kirche steht auf dem Berg, halt im Oberdorf. Und bei der großen Überschwemmung vor 5 Jahren das gemerkt, und als wir den Boden aufgemacht haben, auch, Herr Schäfer, Sie wissen, alles wunderbar trocken.
Und die Bewohner damals, als die von Medenheim hier hochgezogen sind, sozusagen aus dem Moor und der Malaria einen Hof gegründet haben, die wussten ganz genau, warum sie ihre Michaelskirche hier auf dem Berg gebaut haben. Also, die himmlische Stadt vom Himmel her auf den Berg. Ja, und die 12 Tore gibt es. Man muss natürlich so einen Text nicht so ganz wörtlich verstehen wollen. Auch eine Vision kann man nicht wörtlich verstehen, sondern man nimmt sie als Leitstern. 12 Tore, 12 Perlen oder Engel, wie die 12 Stämme Israel. Und hier in ihrer Kirche ging es von Anfang an, auch wenn wir keine Numismatiker sind, um die 12 gusseisernen Säulen oder Stützen, die die Empore immer noch tragen und früher an den Seiten. Wir nahmen sie mit in die Raumidee auf und sie gliedern uns heute in einer freieren Form den Raum in diesem ja doch sehr langen Kirchenhaus. Und sie haben aber eine neue Aufgabe. Und wir können damit ganz unterschiedlich diesen Raum wirken lassen, je nachdem, ob wir Gottesdienst feiern, eine Andacht halten oder auch ein Konzert veranstalten wollen. Alt und neu. Neue Stühle. Alte Kanzel, neuer Ambo. Autobusbestuhlung oder Querausrichtung. Altarstuhl, Barrierefreiheit. Kein Tempel sollte es sein. Das Lamm und sein Volk, das Volk Gottes. Begegnung soll sich hier ereignen, so wie Gott uns immer wieder begegnen will. Busbestuhlung oder Aufstellung. So heißt es aber nun mal leider in einem Langhaus, die ganz strikt dieser Stuhlaufstellung folgt in einer Richtung und vorne steht natürlich der Busfahrer an seinem Werkzeug. Aber seit Mitte begann es mit der liturgischen Bewegung, das Altar aus dem Chor immer weiter in Richtung Gemeinde wanderte. Die Chorschranken fielen, der Lettner, wie das früher so schön hieß. Einmal begegnen sich viel mehr und auch inniger Gemeinde und Altar. Das Wiesbadener Programm, Sie hatten es eingangs schon erwähnt, hat Ende des 19. Jahrhunderts genau diesem Rechnung getragen. Für alle Protestanten, jeder, wohlgemerkt, jeder, soll von seinem Platz aus einen direkten Bezug zum Altar und zum liturgischen Geschehen haben. Also, man könnte es ganz eher pfälzisch ausdrücken, ich bin hoch oder lang wie breit. Das heißt, so wie die Bibel es sich erträumt hat in ihrer Perspektive des himmlischen Jerusalems, ganz so, Visionen nicht wörtlich nehmen, ist es hier in Neuhofen leider nicht. Aber die Ausrichtung innerlich und auch räumlich. Sie kommen von Osten und Westen, von Norden und Süden, heißt es in der Bibel, und wir richten uns. Sie kommen von Osten und Westen, von Norden und Süden, heißt es in der Bibel, und wir richten uns ganz unterschiedlich aus. Wir erleben es ja gerade. Ja, es ist. Und das ist uns wichtig und wertvoll. Und das kann man auch sehen, wie in der Vision des Johannes. Auch ihm ist die neue zukünftige Stadt so wertvoll. Da ist die Rede von Edelsteinen und von Gold. Und die Straße der Stadt war aus reinem Gold wie durchscheinendes Glas. Ursprünglich hatte ich wirklich mal überlegt, ob wir diese wunderschönen Säulen nicht nach dem biblischen mit einem, aber einen unterschiedlichen Edelstein ausstatten sollten und dann wieder Paten suchen. Aber es erschien uns dann doch übertrieben und zu teuer. Aber das Wort vom Gold, das hatte ja seine Tradition. Kirche. Der Kalligraf und Vergolder Helmut Hirmer hatte ja diese Kanzel in Gold gestaltet und diese Bibelworte aufgebracht. Und diese Spur haben wir nun aufgenommen, zunächst an den
Prinzipalien am Taufbecken, sie heben sich in braunem Naturholz ab von dem Weiß der Bänke, Emporenbrüstung und Orgel und sind aber doch mit einem Goldstrich damit verbunden. Dieses Gold geht sozusagen hier vom Wort aus an der Bibel und landet da vorne wieder im Bibelwort. Gott ist die Liebe, so steht es hier, und ihr seid das Licht der Welt. Das können Sie sozusagen mitnehmen und hinaus in die Welt tragen, wenn Sie hier hinausgehen. Tageslicht, die Sonne kam doch kurz raus heute Morgen, und Kunstlicht, aber doch ganz warm und strahlend an den Säulen und unserem Sternenhimmel über der Empore. So kräftig und Altes bewahren, aber neu wirken lassen. So viel Licht ist hier im Raum, seitdem die beiden Seitenemporen diese schönen Fenster nicht mehr verdecken und das Licht hereinlassen. Ja, und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht. Dieses Haus ist kein Tempel, nicht wegen des Gebäudes an, weil das Lamm da ist, weil Gott, wenn wir ihn suchen, mitten unter uns ist, weil er uns sagt, ihr seid das Licht der Welt. Aber dieses andere, das hat mich natürlich schon durchgerüttelt und verwirrt. Passen Sie mal auf, Frau Wiesemann. Die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erscheint ihr. Und dabei waren wir doch angetreten, natürlich brauchen wir die Sonne. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, das haben wir uns bei euch abgekupfert, bei eurer Solaranlage. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang wollten wir doch schon mal einsammeln. Und keine Angst, Frau Wiesemann, wir tun das auch. Und da merkt man halt, dass die Offenbarung des Johannes eine Vision ist. Nicht eins zu eins mit jedem Wort übersetzt werden kann. Welt und ganz neuen Zeiten. Aber wir als Menschen, wir leben immer noch in unserer Welt mit Corona und Klimawandel, Krankheit und Vergänglichkeit. Wir müssen glauben, nicht wissen. Wir leben in unserer Welt und arbeiten mit der weltlichen Welt, mit der Gemeinde, der Kommune, der Verbandsgemeinde, dem Staat zusammen. Wir sind ja Bürger der Neuhofens zugleich. Und auch das spiegelt sich hier in diesem Gebäude. In seiner Nutzung als Trabale dann wieder. Wir wissen um Tod und Vergänglichkeit und hoffen zugleich auf neues Leben. Wir leben doch bereits ein neues Licht. Gott ist die Liebe. Und ihr seid das Licht der Welt. Das wollen wir hier aufzeigen. So haben wir geplant und gebaut, geahnt, dass es natürlich auch ganz anders hätte kommen können. Denn, wie schon gesagt, wenn Gott nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Ich glaube, dass es uns ganz gut gelungen ist, uns ganz auf Gott zu verlassen. Herr Gölzer, heißt es nicht so in einem alten Lied, ich habe es auch schon gesungen, wer Gott dem Allerhöchsten traut, der hat auf keinen Sand gebaut. Amen.
nur den lieben Gott lässt walten und hofft auf ihn alle Zeit. Den wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit. Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut, der fand gebaut. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen. Verricht das Deine nur getreu. Und trau des Himmels rein, so wird er bei dir werden neu. Der Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er nicht. Lasst uns miteinander aufzustehen und später auch das Vaterunser mit uns zu sprechen. Nach den einzelnen Gebetsabschnitten sprechen Sie bitte mit uns. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran arbeiten. So arbeiten umsonst die daran arbeiten. Hier ist deine Hütte bei den Menschen, aber nicht einen Tempel wollten wir dir bauen, sondern eine Stätte der Begegnung, die du uns geleitet hast. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran arbeiten. Jesus Christus, hier kommst du uns nahe durch dein Wort und Sakrament. Gott, wir in dein Haus. Wir danken dir, dass der Umbau dieser Kirche zu einem guten Abschluss gekommen ist und wir in diesem Haus wieder Gottesdienst feiern können. Wenn der so arbeiten umsonst, die daran arbeiten. Wir bitten dich, segne alle, die dein Wort hier hören und sich dir anvertrauen. Segne die, die die klagen. Lasse alle, die in diese Kirche kommen, deine Nähe spüren und deine Liebe erfahren. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten sonst die daran arbeiten. Ewiger Gott, du willst, dass wir Freude haben an dir und allem, was du geschaffen hast. Du freust dich, wenn wir singen und unsere Instrumente zu deinem Lob erklingen. Wir sind glücklich haben und nehmen das Geschenk der Musik fröhlich und dankbar an. Wir bitten dich, dass diese Orgel zu deiner Ehre gespielt wird und uns hilft, dich zu preisen. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten. Entschuldigung. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Gabe der Musik,
Wir danken dir für unsere neue Orgbauer. Wir bitten dich nun, segne die Organistinnen und Organisten für ihren Dienst. Segne alle, die auf den Klang dieser Orgel hören und singend einstimmen. Lass die Musik, die auf dieser neuen Orgel erklingt, mithelfen, das Evangelium zu hören und deine Liebe zu erfahren. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeite umsonst. Gott, der ganze Raum scheint neu. Lass Menschen zusammenkommen, hilf, dass Kanzel und Altar dein Wort zum Klingen bringen, dass das Abendmahl die Menschen. Wir bitten dich, weil wir wissen, wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran arbeiten. Guter Gott, wir denken aber heute auch an die Verstorbenen unserer Gemeinde. Insbesondere bitten wir heute ganz besonders für unser verstorbenes Gemeindemitglied, Frau Ruth Giel, die im Alter von 93. Wir bitten dich, führe du sie vom Tod zum Leben. Halte sie in deiner Hand, schenke du ihr deinen Frieden. Die Trauernden begleite und stelle die Hoffnung, dass auch der Tod uns nicht von deiner Liebe trennen kann. Amen. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Tod, wo sind nun deine Schrecken? Er lebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. Er verklärt mich in sein Licht. Dies ist meine Zuversicht. Amen. Und in der Stille bringen wir und wir fassen all das zusammen in dem Gebet, das Jesus selbst uns gelehrt hat. Sprechen Sie mit mir. Vater, und nicht werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
eigentlich als Sollbruchstelle, wenn es zu lang wird, jetzt auf das Danken zu verzichten. Nein, ich mach's nicht. Ein bisschen Dank muss schon sein. Ich weiß, das ist mit eines der gefährlichsten Unternehmen in so einem Anlass, in so einem Gottesdienst, weil wenn man hier. Aber ein bisschen möchte ich das einmal so aufzeichnen, an wen ich so dachte, gestern Abend, wenn ich zurückblicke. Da ist die Bärbel. Wo steckt sie denn? Ich sehe sie gar nicht. Bärbel. Kirchendienerin, aber eine begnadete Fundraiserin mit ihren Stricksocken und Strickzöckchen mit den Ostereiern, ihren Facebook-Aktionen enorm. Die Renate Paulisch oder die Gudrun Weiß. Einfach bauen, kehren, braten, Brote schmieren. Und der Michael mit dem Organisieren der Arbeitseinsätze. Der Ralf Häuselmann. Aber ich weiß es auch gar nicht. Ralf, der Mann fürs Grobe sozusagen, wenn ich dran denke, wie wir dahin gewergelt haben. Und der Kurt Gers, den man einfach immer anrufen kann. Die Tove mit ihren Ideen. Der Julian, ganz neu als Vikarier, hat unglaubliche und das Organisatorische gesteckt. Die Eva, meine Sekretärin, gleichzeitig Musikerin und Pädagogin, immer dabei. Meine Familie, die mir meine Stunden hier nachsehen mussten. Und natürlich all diese Profis. Frau Wiesemann als Umweltbeauftragte, ohne sie wäre das Projekt nicht gestartet. Der Landteilung und nicht zuletzt unsere Fast-Profis, die Gertrud Welzel, meine erste Vorsitzende des Presbyteriums, und ihr Mann Dr. Welzel, der als Betriebswirt dieses Projekt hier gemanagt hat. So viele Stunden Kompetenz. Und dann natürlich unsere richtigen, also nochmal im anderen Sinne Profis, das Architektenbüro, der Schäfer und der Wilhelm Balk, was da hier geleistet wurde. Und unsere Handwerker, für die haben wir ja eigentlich nächste Woche Gottesdienst. Sein sollten natürlich auf jeden Fall die Handwerker aus dem Dorf. Das ist ja schon ein Unterschied, Herr Bundestagsabgeordneter, ob wir eine europaweite Ausschreibung machen müssen und irgendjemand kommt dann irgendwo her. Oder so ein Unternehmen und der Elektrobetrieb Oberst sind dann da, sind stolz, ihre Kirche machen zu dürfen, weil es die Generation davor und davor auch schon so war. Und das hat super geklappt. Michael, ich glaube, da entstehen auch sowas wie Freundschaften. Das geht über das Geschäft hinaus. Euch allen vielen Dank. Euch anderen, die jetzt denken, boah, mich hat er nicht genannt. Bitte um Verständnis. Aber ein Blick noch zur Ökumene, da kann ich so schön dahin. Immer begleitet, immer das Angebot. Wenn ihr Not habt, wenn ihr Raum braucht, kommt doch in die katholische Kirche. Und dann kam Corona und dann war alles anders. Aber hier steht unser Ökumene-Symbol. Unser Ambo, der ist finanziert von eurem Bach-Fest, Gottesdienst gesammelt haben und von der katholischen Gemeinde. Sagen, Wort Gottes steht bei uns im Mittelpunkt und die Ökumene trägt das, finde ich, ein schönes Zeichen. Ha, schöne Zeichen, Ralf. Da gesprochen vor Jahren und habe gesagt, wenn wir da gefördert werden wollen, ihr müsst uns ideell unterstützen. Und du hast gleich geahnt, dass es beim Ideellen nicht bleiben würde. Und die Gemeinde, der Bürgermeister, der Rat, die Fraktion haben sich da richtig reingehängt, intensiv unterstützt. Genauso gut wie die Feuerwehr, die LRG und. So viele Leute und Vereine aus dem Dorf, die dahinter waren. Ich sage euch allen, auch den nicht genannten, wirklich noch einmal ganz. Und einladen wollen wir gleich dann nachher nach den Grußworten natürlich auch nach draußen. Jetzt möchte ich noch für uns alle um Gottes Segen. Gott der Herr und behüte uns. Er lasse leuchten.
und schenke uns Frieden. Vielleicht nutze ich jetzt auch gerade mal die Zeit, um mal kurz zu sagen, wie wir jetzt weiterverfahren. Also zunächst werden wir ein paar Grußworte hören. Ich bitte Sie weiter. Ganz am Schluss wird zuerst das Presbyterium den Raum verlassen, weil wir wollen Sie ja später auch mit Essen und Trinken bewirten und dazu braucht es fleißige Hände. Und dann, weil wir ja heute Abstand einhalten müssen, wird und nach den Raum verlassen. Draußen geht's dann direkt, wenn Sie zum wir dürfen nur den Seitenangang benutzen, weil das Ausgang, weil das hier der Eingang ist. Sie gehen zum Seiteneingang raus, ich Ihnen gleich rechts in das Zelt zu gehen, weil dort finden Sie dann Essen, Trinken. Sie gehen durch das Zelt, Sie werden geleitet, das ist ein Einbahnstraßensystem und dann dürfen Sie sich auf dem Gelände, ich glaube es regnet glücklich, im großen Saal einfach an einem Stehtisch essen und trinken und auch unterhalten, wenn Sie möglichst Abstand halten. Das ist aber erst nachher. Jetzt müssen Sie noch etwas Geduld haben. Im Namen ich Sie nochmals ganz herzlich willkommen, heiße ich Sie in unserer alten, neuen, oder wie haben Sie vorhin gesagt, neuen, alten Kirche. Froh und auch ein bisschen stolz stehe ich heute Stin und Presbyter, aber auch für unseren Pfarrer hier. Es ist geschafft. Wir haben eine Punktlandung hingelegt. Die letzten beiden Wochen haben uns viel abverlangt und gebracht. Aber jeder, der selbst mal ein Haus gebaut hat, kennt das. Monatelang liegt trotz Corona alles im Zeitplan und man fiebert ganz entspannt dem Einzug entgegen. Dann, kurz vor Schluss, eine Leitung, der fickt, Handwerker fallen kurzfristig aus, etwas verzögert sich oder dauert länger als geplant. Und man zieht, obwohl man das nie wollte, in ein unfertiges Gebäude ein, den die Ausländer schon verschickt. So in etwa auch bei uns. Aber das wird vielleicht im Gegensatz zu manchem Privathaus nicht so bleiben. Der Boden wird nochmal nachbehandelt und poliert werden. Einige Lichtleisten, vor allem an der Eingang, Außenlampen,
werden noch kommen. Irgendwo fehlen auch noch ein paar Blenden, die noch kommen werden, um die Technik zu verstecken und. Aber, und darüber sind wir echt froh, ist glücklicher, dass wir heute unsere Kirche nicht wieder in Betrieb nehmen könnten und sie sich endlich ein umfassendes Bild von der Umgestaltung machen können. Als wir vor gut 15 Monaten mit den ersten Eigenleistungen begonnen haben, haben wir einen Gottesdienst in einer vollen neuen Kirche und den ganzen Tag über viele interessierte Menschen in und um die Kirche. Eben einem Festtag mit allem, was dazugehört. Aber man wird ganz schnell wieder in die Realität zurückgeworfen. Und diese Realität heißt zurzeit Corona. Um möglichst vielen Menschen aus unserer Gemeinde die neue Kirche vorstellen zu können, an 3 Tagen mit den unterschiedlichsten Formaten zu feiern, zumal wir ja 2 Ereignisse zu feiern haben, die Wiedereröffnung unserer Kirche und die Anschaffung einer neuen Orgel. Zu allen Ereignissen dürfen wir Ehrengäste begrüßen, Gäste aus Kirche und Politik zu uns gekommen, um diesen besonderen Tag mit uns zu feiern. Ich begrüße von unserer Landeskirche den Kirchenpräsidenten Dr. Christian Schad und die Umweltbeauftragte Frau Wiesemann, Dekan Markus Jeckle, aus der katholischen Schwestergemeinde Dekan Frank Aschenberger und Pastoralreferentin Doris Heiner, von der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Andrea Bari und Dr. Andrea Röbrich. Aus der Politik darf Torbjörn Kartes zusammen mit Herrn Höpfner begrüßen, den Landtagsabgeordneten Johannes Zefus, in Vertretung von Landrat Körner die Kreistagsbeigeordnete Bianca Stassen, Bürgermeister Patrick Fassert, unseren Ortsbürgermeister Ralf Maron mit dem Beigeordneten Robin Hahn sowie die Vertreterinnen und Vertreter der CDU- und SPD-Fraktion im Gemeinderat ganz herzlich willkommen. Stellvertretend für alle Handwerker, das hat Herr Gölzer schon gesagt, begrüße ich die beiden ortsansässigen beteiligten Firmen, die Firma Holzbau Krauser und die Firma Elektrooberst. Und natürlich nicht zuletzt Architekturbüros AAG Heidelberg mit dem Architekten Wilhelm Balk, der dieses Projekt betreut hat, und Herrn Schäfer, Armin Schäfer, Sie haben ihn schon kennengelernt, der das Projekt begleitet hat. Bald ist seine Frau gekommen, auch sie begrüße ich herzlich, und aus dem Büro noch Frau Keller und Frau Krobusch. Habe ich gesagt? Es habe ich gesagt. Genauso wichtig, und das ist mir ein Anliegen, begrüße ich alle Mitglieder unserer Kirchengemeinde. Auch wenn Corona uns hier stark ausgebremst hat und wir leider nur eine begrenzte Anzahl. Einige unserer Gäste, unserer Ehrengäste, möchten gerne ein Grußwort zu uns sprechen. Und ich denke, unser Kirchenpräsident wird beginnen. Ja, liebe Gertrud Welzel, liebe Schwestern und Brüder, lieber Herr Kollege, ich habe jetzt ein Manuskript, aber Sie haben so herzlich den Menschen hier gedankt, dass mein erster Dank ist. In der Bibel ist ja von Charismen die Rede und ich habe so das Gefühl, alle Ihre Charismen, die der liebe Gott Ihnen gegeben hat, die haben Sie auf diesen Tag konzentriert, Sie haben wunderbar gepredigt, man merkt, sie leben, sie sind stolz, sie freuen sich. Das darf ich in unser aller Namen Ralf Gölzer von Herzen Dank sagen, dass er dieses Projekt so toll begleitet hat und jetzt sich so freut. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, es ist ein Applaus wert für unseren Vater. Ich will aber auch Gertrud Welzel danken,
Es ist ja so, dass sie hier bekannt ist als Presbyterin, die Tag und Nacht zusammen mit ihrem Mann für die Gemeinde da ist. Sie ist aber darüber hinaus noch die Vorsitzende der Bezirkssynode Speyer. Da könnte der Markus Jeckleviel noch passend einen Tag zuvor Bezirkssynode, die sie geleitet hat. Sie ist Mitglied unserer Landessynode und sie ist Mitglied zuvor Bezirkssynode, die sie geleitet hat. Sie ist Mitglied unserer Landessynode und sie ist Mitglied der Kirchenregierung. Ich betone es deshalb, weil ja manchmal in der Gemeinde vor Ort gar nicht so bekannt ist, wie dann auch überregional Menschen aus Neuhofen einfach engagiert. Dass Gertrud Welzel mir immer auch ein bisschen erzählt hat über den Fortgang ihrer Umgestaltung ihrer Kirche und des ganzen Ensembles hier. Und von daher, liebe Gertrud, auch von meiner Seite für all dein Engagement vor Ort im Kirchenbezirk in der Landeskirche ein ganz ja, ich habe schon gesagt, mit Stolz und Freude begehen wir heute diesen Tag. Und ich muss gestehen, ich habe ja schon öfters in Ihrer Kirche gepredigt, aber als ich dann den Boden dieses Bild sah, habe ich gedacht, ist das noch diese Kirche? Aber jetzt war es ja so, dass die ganze Zeit über dieser Raum irgendwie auch mitgepredigt hat. Ich finde es eine ganz tolle Idee, dass Architekt und Pfarrer so gemeinsam das gestalten. Und wir haben auch Predigt mit und die Symbolik. Und ich habe gedacht, es ist wirklich, ich hatte sie immer noch als etwas dunkle Kirche in Erinnerung und jetzt leuchtet alles ein wunderbarer Glanz. Ich kann sie zu ihrer neuen Kirche nur beglückwünschen. Ich weiß auch, wenn man vielleicht jetzt schon länger hier lebt, musste man vielleicht auch an, wenn man hier getauft, konfirmiert, getraut worden ist. Aber ich glaube, auch die, die vielleicht am Anfang etwas zögerlich waren, sind doch jetzt sehr überzeugt von dem hellen Raum, dem Licht, auch dem, dass jetzt der Abendmahlstisch in der Mitte steht, wir als Communio, als Gemeinschaft um das Wort und das Herrn. Und dieser Raum predigt eigentlich jetzt mit und es wird jetzt auf die Gottesdienste nochmal viel schöner werden lassen, weil man kann gar nicht alles predigen. Deswegen ist es so, dass jede Woche wieder ein neuer Sonntag wird. Und ich habe auch gedacht, als wir jetzt der Verstorbenen von dem Licht die Rede war, dass dieses Licht und dieses Helle, was jetzt diesen Raum prägt, ja schon ein Vorschein, ein Abglanz dessen ist, was jetzt auch die Verstorbene erwartet und was unsere Hoffnung ist, dass wir einmal im himmlischen Jerusalem über das Siebein wird, an der wir vollendet sein werden als Glieder am Leib Christi. Also, das steht jetzt hier gar nicht in meinem Konzept, aber in meinem Konzept steht, und jetzt schaue ich die Frau Wiesemann an, dass sie jetzt alle drei Gebäude, Kirchenhaus, energetisch vorbildlich auf den neuesten Stand gebracht haben und ihre Liegenschaften zu nahezu 100% klimaneutral also ausgestattet sind und sie deswegen jetzt nicht nur ein riesen Modellprojekt auf Bundesebene besonders stolz, auch eine Vorbildgemeinde unserer evangelischen Kirche der Pfalz. Denn mit ihrer Maßnahme tragen sie ganz wesentlich dazu bei, dass auch wir unser -40% Ziel bis zum Jahr 2020 erreichen. Und was ich toll finde, ist, und diese Sorge um das Klima. Wir reden ja viel vom Klimawandel, aber Sie tragen jetzt wirklich was dazu bei, dass das sozusagen das Energetische, das Künstlerische, das Architektonische, das Theologische alles heute ineinander greift. Ich will ich aber doch nochmal sagen, dass ich den Architekten dankbar bin. Es ist ja so, dass es im Grunde von Anfang an eigentlich immer eine enge Verbindung gab, dadurch, dass wir Basilikenkirche bauen zwischen dem Architekten, dem Baumeister und dem, der das findet. Man hat an ihrer Predigt gespürt, was für ein toller Dialog es ist. Und wir sollten auch als evangelische Kirche viel mehr das Thema Kunst und Kirche, Bau und Kirche miteinander bedenken. Und wenn da auch Neuhofen ausstrahlt, wäre ich auch für meine Landeskirche dankbar. Ich werde mir den Namen Armin Schäfer merken. Was Herr Pfarrer Gölzer gesagt hat, will ich jetzt aber doch auch nochmal meinerseits sagen, dass ich wirklich immer wieder begeistert bin, wie aktiv, lange, lange voraus, aber so ein Projekt muss gestemmt sein und ohne die hauptamtlich und vor allen Dingen ehrenamtlich Mitwirkenden, die auch für die Spenden sorgen, die Helferinnen und Helfer an den Wochenenden, dass sie auch gewiss sein können, dass sie meinen Dank auch heute.
Was ich auch toll finde, ist, dass jetzt dieses Gotteshaus eben nicht nur für die Kirchengemeinde da ist, nicht nur für Gottesdienste und Konzerte, sondern dass es da jetzt auch zu einer vielfachen variablen Nutzungsmöglichkeit kommt und da mit dabei ist, große Trauerfeiern, Veranstaltungen aller Art. Und ich denke, dass das auch was ist, was wir als Kirche vielleicht neu lernen, dass wir eben nicht nur für die Menschen da sind, die unmittelbar zu unserer Kirche gehören, sondern so wie dieser Kirchturm oder die Kirche prägen, so soll jetzt auch diese Kirche ein offener Ort sein mit offenen Türen, auch für die ganze Bürgerschaft Neuhofens, sodass wir nicht nur für uns da sind, introvertiert, sondern auch nach außen ausstrahlen, Kirche für alle sind. Und haben wir heute in unseren Gebeten formuliert, das haben wir heute auch in der Predigt gehört, dass das gelingt, ist ja ein Stück weit auch unser Werk, aber dass es dann doch zum Ziel führt, das hat damit zu tun, dass es einen Baumeister gibt, der uns beseelt, der uns inspiriert mit seinem Heiligen Geist. Im Römerbrief, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Als ich heute Morgen aufgewacht bin, das Fenster aufgemacht hat, habe ich schon einen Sturm gespürt, habe ich gesagt, ja, der Heilige Geist, der stürmt, der treibt. Und das war auch wunderbar, dass wir spüren, dass diese Kraft hat, dass wir diesen wunderbaren Tag miteinander feiern dürfen. Und so wünsche ich, dass Neuhofen ausstrahlt als Vorbildgemeinde bundesweit ja heute, aber auch in unserer Landeskirche, dass es vielleicht Nachahmerinnen und Nachahmer gibt, sowohl im Blick auf die Umgestaltung von Kirchen, aber auch im Blick, ich kann nur bitten und dafür hoffen, dass Gottes Geist sie auch weiter beseelt und sie ganz viel erhebende Stunden in diesem Gotteshaus verbringen. Vielen herzlichen Dank. Teil des Dankes geht natürlich zurück, weil wir schon sehr froh sind, dass unsere Landeskirche sich mit uns auf diesen nicht ganz selbstverständlichen Weg gemacht hat, zum Teil auch was Denkmalschutzfragen betrifft, ist angesprochen, die Nutzung unserer Kirche, also auch nochmals der Dank zurück an unsere Landeskirche, aber auch unser Dekan würde gerne ein paar Worte zu uns, an uns richten. Ja, vielen Dank. Ich möchte mein Grußwort mit einem Bibelwort beginnen, das im 2. Timotheusbrief steht. Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Verzagtheit, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und ich finde dieses Tun hier mit Neuhofen und auch jetzt mit der Renovierung der Kirche. Denn als ich zum ersten Mal von der Idee von Ralf Gölzer gehört habe, da habe ich gedacht, ja, hier in Neuhofen, da ist ein Geist der Kraft, der sagt, wir wollen das hier tun. Sie haben sich ein Vorhaben vor seiner Dimension, nicht nur jetzt in der Umgestaltung, sondern natürlich auch, was die Finanzen und die architektonische Planung angeht, ein richtig großes Vorhaben war. Und sie haben es durchgezogen. Dieser Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit für dieses Projekt hat sich weitergezogen. Realisierung, wir alle wissen, wenn etwas gebaut wird, umgebaut wird, dann gibt es viele Unwägbarkeiten, wo immer wieder Momente der Verzagtheit entstehen, weil etwas eben nicht so umgesetzt werden kann, wie gedacht oder geplant. Dann muss man improvisieren, neu nachdenken, neue Liebe für das Projekt entwickeln. Angefangen mit Pfarrer Gölzer, mit dem Presbyterium, mit den Ehrenamtlichen, mit dem Architekturbüro, den Handwerkern, alle getan. Und so ist, finde ich, etwas Wunderschönes entstanden, ein neuer Kirchenraum, der hier in dies mit der historischen Erinnerung, mit den Säulen an die Orgel hier uns nun zur Verfügung steht, nicht nur als Kirchenraum, sondern eben auch in einer anderen Nutzung. Und ich möchte das aufgreifen, was Kirchenpräsident Christian Schad gerade gesagt hat, dass Räume ja auch immer predigen. Und als Insel gegenüber, da ist mir dann doch noch etwas aufgefallen. Also das eine war, Sie haben vorher das Wiesbadener Programm erwähnt, es war tatsächlich im 19. Jahrhundert ein Paradigmenwechsel, dass
auf einmal im Bau der Kirche, in der Ausstattung, in der Gestaltung der Kirche der Gemeinschaftsgedanke im Mittelpunkt. Vorne blicken, wie es bis dahin üblich war. Und es sind im Laufe der Zeit dann viele Kirchen, vor allem dann auch in den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, in diesem Sinn gebaut worden. Und Sie haben hier, finde ich, in Neuhofen wirklich eine Möglichkeit gefunden, das Alte mit dem Neuen genau mit diesem Und als ich hier so auf meinem Stuhl saß mit Ihnen zusammen, aber eben direkt gegenüber von der Kanzel, da ist mir auch nochmal aufgefallen, und jetzt komme ich wieder auf das Predigen des Raumes zurück, wenn Sie in mittelalterlichen Kirchen sind, dann werden Sie vielleicht feststellen, sehen, Form, eine achteckige Form hat, eine Kuppa und damit an den Abendmahlskelch erinnert. Und viele Kanzeln haben das auch, aber weil Ihre Kanzel nun so schön im Raum steht und ich direkt davor sitzen konnte, ist mir das aufgefallen und da haben wir einfach diese wunderbare Trias, diese Einheit von Abt und Kanzel in dieser Form. Und es sind ja auch noch drei Bibelworte auf dieser Kanzel abgedruckt, die diesen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, von dem im Timotheusbrief die Rede ist, finde ich auch noch einmal auf ihre Weise zum Ausdruck bringen, nämlich hier und heute und in Ewigkeit. Das ist die Kraft, die uns als Christen und als Gemeinde immer wieder antreibt und trägt und weiter vorantreibt. In der Mitte, Gott ist die Liebe, das Zentrum und auf der anderen Seite die Besonnenheit. Und dazu gehört nämlich auch, die zu berücksichtigen ist und natürlich in der Besonnenheit besonders zum Ausdruck kommt. Und ich glaube, wenn Menschen hier in diesem Raum dann beigesetzt werden mit Trauerfeiern, nicht nur im christlichen Sinne, dann kommt das da auch ein Stück weit zum Tragen. Denn wenn ein Leben zu Ende gegangen ist, es geht um die Liebe, die dieses Leben getragen, geschenkt bekommen oder weitergeschenkt bekommen hat und auch die Wahrheit, die mit diesem Leben verbunden ist, denn das Leben besteht nicht nur aus Höhen, sondern auch aus Tiefen. Und ich finde es eine gute Lösung, wunderbar, dass Sie als ins Boot gestiegen sind, genauso auch umgekehrt die Kirchengemeinde und hier, glaube ich, in Neuhofen etwas nun entstanden ist und möglich geworden ist, was, glaube ich, auch zukunftsweisend ist, ist vorher schon angesprochen worden. Ich glaube, wenn wir uns da gegenseitig als Kirchengemeinde entgrenzen, öffnen für alle Menschen. Und ich wünsche Ihnen als Kirchengemeinde, Ihnen als Ortsgemeinde, Ihnen als Christen und als Menschen alles Gute, Gottes Segen und dass dieser Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit Sie weiter bewegen, anregen in eine gute Zukunft. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Jeckle. Das Lob tut einfach heute gut. Für die Ökumene würde gerne Herr Dekan Aschenberger von unserer katholischen Schwestergemeinde uns ein Grußwort überbringen. Ihr liebe Schwester, liebe Brüder im geistlichen Amt, sehr geehrte Ehrengäste aus Politik und Gesellschaft, liebe Schwestern und Brüder im Glauben, in einem der Gleichnisse Jesu, da heißt es, umbaut, setzt er sich dann nicht zuerst hin und rechnet, ob seine Mittel auch ausreichen, um den Bau zu vollenden? So eine energetische kircheninhaltliche Umgestaltung, die ist wirklich einem Turmbau zu vergleichen und die erfordert auch einiges an Mitteln. Nicht nur finanzielle Mittel, sondern auch viele Ideen, gute Gedanken, Gespräche und Menschen, die Zeit und sich selber einbringen, um an diesem Projekt mitzuwirken. In unserer Zeit, da stellt sich natürlich schon die Frage, lohnt es sich, noch in so einen Kirchenbau zu investieren? Geprägt durch die Corona-Pandemie, wo viele Menschen zu Hause beten, nicht mehr in die Kirche kommen, wo die Mittel in all ihren Facetten zurückgehen? Lohnt es sich da, in eine Kirche zu überall derselbe ist? Ein weiser Mensch hat auch überall derselbe ist? Ein weiser Mensch hat auf diese Frage einmal geantwortet, warum wir Kirchen brauchen, wo doch Gott überall da ist.
dass Gott zwar in der Kirche nicht anders da ist, in einer Kirche anders da sind. Und ich freue mich sehr, dass es dir, lieber Ralf, und euch, liebe Schwestern und Brüder, gelungen ist, aus eurer Kirche wieder neu einen Raum zu machen, in dem Menschen offen für Gott, in dem sie eingeladen sind, das Oberflächliche, das, auf was es nicht ankommt, am Eingang abzustreifen und hier in diesem Raum wesentlich zu werden, zu Gott zu kommen, zu sich selbst zu finden, für die Seele. Und ich möchte dich und euch beglückwünschen, dass dies auch wirklich gelungen ist. Zu so einer Eröffnungsfeier kommt man natürlich nicht mit leeren Händen. Und so habe ich zum einen Ambo, unseren geschwisterlichen Beitrag, mitgebracht. Und ich freue mich sehr, dass unser Beitrag nicht einfach in die große Summe geflossen ist, sondern dass wir ein bewusstes Zeichen gefunden haben für unser Miteinander, das uns da trägt. Und du kennst mich jetzt schon viele Jahre. Natürlich, das ist nur so. Ich brauche auch noch was Richtiges, was Greifbares, was Symbolisches, was Praktisches. Da habe ich noch etwas mitgebracht. Die Frau Heiner hält es schon in Händen. Dass euch, liebe Schwestern und Brüder, wenn ihr die Kirche betretet, daran erinnern sollt, das Unwesentliche draußen zu lassen und euch einzulassen auf das, wofür dieser Raum steht, nämlich der selbstverständlich farblich abgestimmt ist auf den neuen Boden und der, nachdem ihr praktisch ja keine energetischen Kosten mehr habt, auch helfen soll, die Reinigungskosten in Grenzen zu halten. Vielen Dank, Herr Aschenberger, dass gerade wir, unsere Kirchengemeinde und die katholische Pfarrgemeinde, ein sehr enges Verhältnis haben. Ich möchte natürlich auch die freikirchliche Gemeinde hier noch erwähnen. Aber ich glaube, der Herr auch. Wir haben das schon mehrmals heute gehört, dass dieses Projekt, das wir heute vollendet haben, ohne die Fördermittel des Bundes nicht möglich gewesen ist. In ein Förderprogramm des Bundesumweltministeriums gekommen. Frau Wiesemann hat uns darauf aufmerksam gemacht und auch den Förderantrag ganz stark unterstützt. Auch das hätten wir alleine nicht gewusst. Besonders, dass wir heute auch einen Vertreter des Bundestags hier haben, Herrn Bundestagsabgeordneten Kates, der auch ein Grußwort zu uns Ihnen sprechen wird. Ja, lieber Pfarrer Gölzer, liebe Frau Welzel, liebe Kirchengemeinde, wir alle haben ja schon gemerkt, dass die Corona-Pandemie bei allen Zumutungen im Alltag manchmal auch positive Effekte hat. Familienrückliche Dienstreise wird durch eine Videokonferenz oder Ähnliches ersetzt. Die Luft in den Städten ist zwischenzeitlich auch schon besser geworden und Sie erleben heute auch was Neues. Grußwortredner sind gehalten, sich sehr strikt an Zeitvorgaben zu halten. Ich glaube, das ist in unserem aller Sinne und deswegen heute machen und möchte Ihnen sozusagen eigentlich nur drei Gedanken mitgeben, drei Gedanken in Liedversen, aber keine Angst, ich singe Ihnen jetzt auch nichts vor, drei Gedanken in Liedversen. Und der erste Liedvers, das ist die güldene Sonne aus dem evangelischen Gesangbuch, Lied Nummer 449, passt heute ja sehr gut, wird es voll und voll Freud und Wonne möglich machen, dass diese Kirche in Zukunft warm, gemütlich und einladend sein wird. Hat zwar eben schon ganz schön gezogen hier, aber das hat andere Gründe. In jedem Fall haben sie es geschafft und das ist wirklich etwas
Besonderes, hier eine klimaneutral zu bauen und eben von der Bewahrung der Schöpfung nicht nur zu predigen, sondern eben auch selbst das vorzumachen als Gemeinde. Das ist etwas ganz Besonderes. Ich freue mich sehr, dass der Bund dieses Projekt mit über 500.000 Euro auch unterstützt. Sie sind jetzt technisch gesprochen. Ich bin sicher, dass viele andere herkommen werden, um sich das anzusehen. Und ich kann Ihnen nur sagen, man merkt es schon, wenn man hier reinkommt, mit wie viel Engagement, Leidenschaft, Herzblut hier gearbeitet worden ist. Sie sind eine ganz, ganz tolle Gemeinde. Sie haben auch einen tollen Pfarrer. Das darf ich, glaube ich, auch sagen. Und das ist möchte auch ich Ihnen ganz, ganz herzlich Danke sagen für dieses Engagement, für den Einsatz. Und ich glaube, Sie können heute wirklich alle sehr, sehr stolz auf sich sein. Vielen Dank. Und dann die zweite Liedstrophe, Vertraut den neuen Wegen. Lied Nummer 395, Ohne Freundschaft ist im Wandel. Wir müssen alle hin und wieder die vertrauten Pfade verlassen und neue Wege gehen. Die Kirche als der Ort, an dem sich am Sonntag und an Feiertagen die ganze Gemeinde versammelt, und damit meine ich eigentlich alle, die in einem Ort wohnen. Das war einmal, war vielleicht so im Jahr 1721, als diese schöne Kirche eingeweiht worden ist. Und in den Jahren darauf bis hinein vielleicht ins vorherige Jahrhundert. Aber so ist es lange nicht mehr, hier nicht und auch nicht woanders. Überall im Land stehen steigende Heizkosten und sinkende Besucherzahlen. Und da kann man sich resigniert, kann man das über sich ergehen lassen, oder man macht es eben wie Sie hier in Neuhofen und vertraut eben diesen neuen Wegen, schaut sich um, welche Raum auch bieten kann, und stellt fest, dass ganz unterschiedliche Veranstaltungsformate, wir haben das ja schon gehört, ganz unterschiedliche Veranstaltungsformate, wenn man variabel bestuhlt, wenn man Beleuchtungsvarianten nutzt, wenn Taufstein und Kanzel anders angeordnet werden, wenn das eben mit dieser klimaneutralen Heizung eben auch mit dem Raumkonzept, machen Sie vor, wie Gemeindeleben heute funktionieren kann. Es geht darum, sichtbar und damit relevant zu bleiben im öffentlichen Raum, zentrale Lage, lichtdurchflutete Räume in der Kirche sein kann. Das ist doch etwas, und durch Ihr neues Konzept wird die Kirche hoffentlich für noch mehr Menschen hier in Neuhofen ein Ort, an den sie gerne gehen, an den sie sich auch gerne erinnern und zu dem sie auch gerne zurückkommen. So ein Vers, und der steht eigentlich schon fast für sich und soll als guter Wunsch stehen. Das Lied steht noch nicht im Gesangbuch, aber sinngemäß heißt es darin, wo Menschen die vertrauten Wege verlassen und sich neu begegnen, da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns. Und ich wünsche Ihnen allen, dass das unterschiedlichen Rahmen mit unterschiedlichen Menschen immer wieder aufs Neue geschieht. Und das wünsche ich Ihnen von Herzen und danke Ihnen nochmal allen dafür, dass Sie das hier geschaffen haben. Wie gesagt, Sie können wirklich stolz auf sich sein. Vielen Dank. Alles gut. Vielen Dank Ihnen, dass Sie hier sind, dass Sie uns mit einem Grußwort bedacht haben. Und vom Bund machen wir, ich glaube, ich bin informiert, richtig, ich schaue auf Sie, Herr Zefus, wir gehen direkt zur Ortsgemeinde. Und Herr Maron, Sie haben das Wort. Ja, also auch von meiner Seite, lieber Ralf, liebe Frau Welzel, lieber Herr Dr. Welzel, als Vertreter der Bürgerschaft war ich ja mit involviert, und ich möchte es mal in meinen Worten zusammenfassen. Wir sind 300 Jahre jung, oder die Kirche ist 300 Jahre jung, aber voller Zukunft. Wo wir, denke ich, alles zusammengefasst haben. Es ist für mich auch etwas Besonderes, denn man hat in einer Ortsgemeinde ja schon öfters historische Gebäude, und historische Gebäude zu erhalten, insbesondere ortsbildprägende Gebäude wie die Kirche, hier erhalten bleiben. Und es war ja auch schon so, dass man sich Gedanken gemacht hat, wie kann man es renovieren. Vielen Dank, dass ich eingeladen wurde. Bin ja Vertreter der weltlichen Gemeinde, und deswegen ist es für mich ganz toll, auch heute dieses, ich nenne es mal ein Leuchten, dass wir hier präsentieren, und was eine Ausstrahlung hat über Neuhofen hinaus. Und das wird auch wieder für uns in Neuhofen beispielgebend sein. Ja, vielleicht für diejenigen, die es nicht so genau wissen, wenn man hier einen Schritt aus der Kirche heraus, öffentlichen Gemeindeflächen auf öffentlichem Grund, das heißt, es konnte fast nichts gemacht werden,
ohne dass jetzt die Ortsgemeinde eingebunden war. Es ging um profane Sachen, wo kommt das Baumaterial hin, wie wird es Gerüst gestellt, aber um auch ganz wichtige Dinge wie das barrierefreien Zugang, den haben wir abstimmen müssen. Und es waren also viele Dinge, ich weiß, dass ich hier ein paar Mal auch mit den Handwerkern auf der Baustelle stand, es ging um Elektroleitungen, die gelegt werden und vieles mehr. Aber das ist gar nicht das, was ich so sehe im Vordergrund. Im Vordergrund ist eben der Leuchtturmprojekt in vielerlei Hinsicht. Das eine wurde schon mehrfach auch eine Versöhnung zwischen Denkmalschutz und Nachhaltigkeit. Das ist ja auch, als du mir das erste Mal gesagt hast, ich war sofort begeistert und ich habe nicht eine Sekunde daran gezweifelt, dass das ein gutes Projekt wird. Aber man hört ja dann auch die Stimmen aus der Bürgerschaft und ihr habt das auch natürlich in Gemeinde. Es wurde genau auch diese Stimmen laut, die gesagt haben, was wird jetzt aus meiner Kirche? Und diese Erinnerung an die Taufe, an die Hochzeit, an das, was man hier als Familien- und Kirchengemeinde gefeiert hat, da waren sehr viele Bedenken und das habe ich ja auch gehört. Wir haben uns auch öfters darüber unterhalten. Aber heute können wir glauben, an Angstbestand und an Unsicherheit eigentlich verflogen ist. Es sind die ersten Gottesdienste ja schon gewesen, auch in der Baustelle. Es gab einen Baustellengottesdienst und danach habe ich auch in die Bürgerschaft hineingehört und es kamen dann sehr viele positive Stimmen. Also dazu gehört Mut, das finde ich. Und ja, und jetzt gibt es die Zusammenarbeit in vielerlei Hinsicht und zwar neben dem, dass wir hier auch den Raum nutzen dürfen. Wir haben es ja finanziert, zuerst einmal unterstützt ideell, wie du es gesagt hast, aber dann natürlich auch mitfinanziert. Das war relativ einfach, als ich in die Zuschusssatzung reingehe, zum Gemeinderat hat auch zugestimmt, 110.000 Euro schon Zusagen. Aber wir haben ja dann gesagt, wir wollen ja mehr. Wir wollen hier das auch als eine Trauerhalle nutzen, weil unsere Trauerhalle ist sanierungsbedürftig und auch zu klein. Das können wir hier, weil es direkt ins Gearbeit, wonach wir also auch für Veranstaltungen das nutzen dürfen. Und ich möchte da auch der protestantischen Kirchengemeinde etwas die Angst nehmen. Die Würde dieses Raumes, die werden wir natürlich beachten und es werden hier keine Veranstaltungen seitens der Ortsgemeinde stattfinden, die in irgendeiner Weise die Würde des Raumes beschädigen oder auch sakrale Zeichen in irgendeiner auch Bedenken waren. Ja, und dann ist noch ein neues Thema dazu gekommen. Wir sind jetzt gemeinsam Energieerzeuger, denn mit der neuen Energie Neuhofen betreiben wir die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Dietrich-Bonhoeffer-Hauses und haben damit letztendlich den Nachhaltigkeit geführt. Ja, und als dann nachher nochmal eine Kostenanfrage zur Hybridorgel kam, da waren wir natürlich etwas, haben wir gesagt, so, jetzt haben wir ja schon viel Geld ausgegeben und unser Haushalt ist ja jetzt auch nicht so üppig, dass wir sagen können, wir können einfach mal was rausgeben. Aber Gebäude, die werden wir auch mitfinanziert und haben auch diese 10%ige Finanzierung zugesagt. Ja, also Zukunft, wohin man schaut und deshalb habe ich auch noch ein kleines Geschenk vorbereitet, was auch Zukunft bedeutet, denn Zukunft sind unsere Kinder und ich weiß, dass ihr eine Gleike noch einrichten wollt und dass natürlich möglichst Kinder hier auch spielen können, haben wir das auch noch mit einem kleinen symbolischen Geschenk bedacht und da ist natürlich nicht nur das Geschenk vorgesehen, sondern da ist auch nochmal ein kleiner finanzieller Beitrag dabei, damit die Kinderinsel hier auch dann gut ausgestattet wird für das weitere Gelingen und Fertigstellung des Projektes. Auch nochmal ein Dank an Sie und die Vertreter und Vertreterinnen des Gemeinderats, die hier gerade heute vor Ort sind. Einfach ein Danke für das gute Zusammenwirken zwischen protestantischer Kirchengemeinde und Ort, nicht selbstverständlich. Ich habe vorhin etwas den Plan durcheinandergebracht und habe unseren jüngsten Organisten leider einfach nicht zu Ton kommen lassen. Deshalb würde ich die letzten Worte spricht, würde ich jetzt einfach den Lukas bitten, dass er uns dieses Stück, was er sich vorgenommen hat, noch präsentiert. Wir haben nämlich das Glück, nicht nur heute Morgen eine Hybridorgel zu haben, einen unserer älteren, wenn ich den ältesten Organisten hier umgreife, mit über 60 Jahren Erfahrung als Organist. Und jetzt ist unser allerjüngster Organist, der mit 42 da. Thank you.
unsere Zukunft an der Orgel. Wir freuen uns. Bevor wir jetzt ganz zum Schluss kommen, möchte ich doch nochmal dem Architekturbüro, das heute und wahrscheinlich noch ein paar Tage darüber hinaus begleitet hat, begleiten wird, nochmal das letzte Wort geben. Ja, verehrte Antje und auch nicht alle Adressaten, zu Ihrem und unser aller Vergnügen, hoffe ich. Aber ich möchte doch darauf hinweisen, wenn man als Architekt seltenerweise einmal das letzte Wort hat, ist man versucht, Lehren zu beschreiben und man ist geneigt, den vielen verschiedenen Aspekten auf den Grund zu gehen. Dieser Versuchung, vielleicht noch manche anderen, aber heute nur mal diese, dieser Versuchung möchte ich alle Hunger und Durst, aber ich möchte Ihnen doch ein paar Dinge noch mit auf den Weg geben, um diese einmalige Gelegenheit der letzten Worte zu nutzen. Denn, und das wäre jetzt ein wirklicher Appell, jetzt geht es erst richtig los. Diese Kirche, kurz über die Säulen und die freie Aufstellung und weniger Bindung durch die Emporen gesprochen, und das dürfen Sie bitte ganz, ganz, ganz wörtlich nehmen. Es ist ein freier Raum und er ist im Wesentlichen ein Werkzeug. Er hat nicht selber Sinn, das haben wir ja in der Predigt, glaube ich, recht deutlich zum Ausdruck gebracht. Wenn das hier geschieht, wozu er gedacht ist, und dazu braucht der Raum Sie, niemand anders, sonst keiner da. Immer nur die, die da sind. Weil wenn keiner hier ist, dann ist es eine schöne Kirche, hoffentlich. Insofern ist mein dringender Appell an Sie, jetzt geht es erst richtig los. Nehmen Sie das Werkzeug in die Hand, so wie Sie es, und jetzt möchte ich an der Stelle einfach mal sagen, es schon die vergangenen Jahre getan haben. Und ich finde das Wort des fast Professionellen schon eigentlich eine kleine Unverschämtheit. Sie wissen, wie ich das meine. Einige wirklich professionelle Leute als Frau Welzel. Erst hier mal bitte. Ein Applaus. Denn Frau Welzel hat einen Satz sich, glaube ich, verinnerlicht. Und der lautet, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Deutsche Sprache ist wunderbar. Insofern, man darf nicht dem Zeitgang der Gegenwart leben. Alles andere hat keinen Sinn. Das ist manchmal nicht leicht zu nehmen, weil man sich persönlich von einigem verabschieden muss, was doch so schön war. Aber ich glaube, wenn wir ehrlich sind, stellen wir fest, dass unsere Zukunft ist, wenn wir bereit sind, sie zu ergreifen und sie zu gestalten. Beuys sagte mal, wenn wir die Umwelt und unsere Zukunft nicht selbst gestalten, dann bekommen wir nicht die, die wir haben wollen. Und ich glaube, Sie alle wissen sehr genau, was Sie haben wollen. Insofern lade ich Sie ein, nutzen Sie dieses Werkzeug und vor allen Dingen eben dem Namen dessen, den wir vorhin ja schönstenfalls genannt haben, für dieses hier, dieser Raum entstehen konnte, dafür tausend Dank und vor allen Dingen, dass dies auch in Zukunft wirklich mit Ihnen gemeinsam geschieht. Ich möchte an der Stelle dafür beigetragen haben, ich möchte aber nochmal ganz besonders, und das ist natürlich jetzt die Aufgabe des Architekten, der ja hoffentlich gute Ideen hat und sein Handwerk versteht, aber das eigentliche Handwerk haben die Handwerker, weil die arbeiten mit den Händen und die arbeiten aber auch Gott sei Dank mit ihrem Kopf. Und deswegen ist es hier so fein geworden, dass ich mich an der Stelle bei den Handwerkern, stellvertretend jetzt natürlich hier die Ortsansässigen, aber wir machen das ja noch in einer Woche mit allen anderen auch, vielen, vielen, vielen Dank. Ohne sie gäbe es das hier nicht. Und natürlich möchte ich noch neben den vielen schönen Worten, für die ich mich natürlich sehr bedanke und gefreut habe, möchte ich aber noch nie zu Gesicht bekommen, aber doch ständig merken, dass Sie sich blutige Finger holen. Das sind nämlich unsere Schutzengel. Ich möchte mich bedanken dafür, dass diese Baustelle unfallfrei über die ganze Zeit hat laufen können, dass niemand sich wirklich schwer wehgetan hat und dass auch sonst kein Schaden bei Dritten entstanden ist. Ich wäre in der Zeit ganz besonders dankbar. Von daher also unseren Schutzengeln sei auch an dieser Stelle herzlich gedankt.
Zum Schluss möchte ich natürlich Ihnen einen ganz besonders schönen Einweihungssonntag wünschen und vor allen Dingen eine glückliche Hand. All das, was kommen mag, ob das Gottesdienste, Andachten, Konzerte, Veranstaltungen, Trauerfeiern, vielleicht aber auch mal eine Tagung oder eine Konferenz oder ein Kongress ist, der hier in Neuhofen in diesem hybriden Raum, das Wort hat ja gerade kurz, gehen kann und auch stattfinden. Und ich möchte mit einer kleinen, sagen wir mal, etwas spitz formulierten Gedicht von Ulrich Dreichel enden, der, wie ich meine, in ganz vollkommen unprätentiösen Worten, ganz wichtig, offene Gewissheit, die wir ja Christen sind, vielleicht betrifft. Ein kleines Büchlein mit dem Untertitel Gedichte der Gelassenheit. Hans-Ulrich Dreichel, schlimmstenfalls. Schlimmstenfalls wird aufgeräumt in Herz und Seele, Aug und Ohren. Schlimmstenfalls ist ausgeträumt, was wir wollten, längst verloren. Schlimmstenfalls auf jeden Biss ein leerer Teller. Schlimmstenfalls fehlt uns der Mut. Schlimmstenfalls wird alles gut. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schäfer. Sie hatten das letzte Wort, auch wenn ich hier jetzt nochmal stehe, aber ich bin jetzt nur noch für die technischen Ansagen zuständig. Also ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich würde jetzt sagen, die Litur als erstes den Raum verlassen wollen, um sich umzuziehen, weil im Talar, glaube ich, isst und trinkt sich nicht so gut. Dann würde ich die Mitglieder des Presbyteriums bitten, auch dann Frau Ten, Robert, dass ihr vielleicht mit den Rollstühlen als erstes raus könnt. Bärbel, öffnest du die Seitentür dann? Das wusste ich nicht. Nö, nein. Es soll hier noch ein Foto gemacht werden. Julian, kommst du? Ich möchte eigentlich nicht fotografiert werden. Wenn es mein Kirchenpräsident sagt, muss ich das sagen. Also ich werde jetzt gerade die Presbyterin, Presbyter bitten, als erstes rauszugehen, sonst kriegen sie weder was zu essen noch zu trinken und das